Wenn du im Auge des Taifuns bist, weißt du nicht, wie du dich fühlst. Aber wir fühlten sehr mit Janet mit, angesichts der Welle, die über ihr hereinbrach. Stillos, krass und erbärmlich. Für viele wurde die Grenze überschritten. Janet Jackson nimmt die Schuld auf sich, für ihren Blitzer. Sag einfach, ich bin ein Flittchen. Der 1. Februar 2004 ist der 9/11 des Kulturkampfes. 89 Millionen Zuschauer sehen Janet Jacksons nicht jugendfreien Auftritt. Die Enthüllung der Brust von Janet Jackson. Aus Fernsehen zu blicken und auf Sex und Gewalt ist ein alter Politiktrick, der immer auch etwas demagogisch ist. Die Strafe war ungleich verteilt. Es tut mir sehr leid. Sie übernimmt die volle Verantwortung. Das ist was Schwarzes. Ihr habt bestimmt genug davon. Ich habe genug. Frag mich nach etwas anderem. Ich bin nicht sicher, ob Sie genug davon haben. Es passierte jemandem wie Janet. Und es passierte nicht nur ihr. Es weitete sich aus und berührte uns alle. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie es Janet so schwer gemacht haben. Ladies and gentlemen, I'd like to introduce Janet Jackson. If you're Jackson, als Jackson wirst du auf der Bühne geboren. You're born on stage. Hey, Janet. Bist du zum ersten Mal im Fernsehen? Ja. Schaust du zu Hause meine Sendung? Ja. Sehr sympathisch. Janet war nicht schüchtern. Bereit für deine große Nummer mit Randy? Ja. Ich freue mich drauf. Sie performte ihre Nummer mit Randy. Leg los, Janet! Sie gab die Mae West mit Hüftschwung. Komm her, Süßer. Wie würdest du den Süßen rufen? Ich würde sagen... Komm her, mein Süßer. Sie beobachtete ihre älteren Geschwister. Janet, das war toll. Und machte es ihnen nach. Janet spielte in der Serie Good Times. Wir wollten keine Folge verpassen. Man vergisst leicht, dass es im Fernsehen nicht viele Schwarze gab. Als kleines Mädchen habe ich sie in den 1970er und 80er Jahren als Penny in Good Times gesehen, als Willis Freundin in Different Strokes und dann in Fame. Sie sah aus wie ich und machte das Gleiche durch wie ich, und zwar im Fernsehen. Das fand ich nirgendwo anders. Ich bin Kathy Hughes, Gründerin und Vorsitzende von Urban One Inc., des größten Medienunternehmens in schwarzem Besitz im Land. Der Druck, der auf ihr lastete, muss sehr groß gewesen sein. Weiße Führungskräfte gehen immer von dem aus, was für ihr weißes Publikum akzeptabel ist. Und weil uns eingetrichtert wurde, dass Weiß schön ist, entsteht ein Druck, den weiße Künstlerinnen nicht haben. Es wird mit zweierlei oder dreierlei Maß gemessen, und dem musste sie schon sehr früh gerecht werden. At a very impressionable age. 1984 habe ich Janet Jackson interviewt. Sie stand am Anfang ihrer Karriere und war aus Sitcoms bekannt. Sie sagte zu mir, ich würde gerne ein Video mit Michael drehen, wenn sie Rollen für mollige Mädchen haben. Als du bei Good Times warst, haben die Leute ständig über deinen Körper geredet. Ich weiß noch, wie ich für die erste Folge eingekleidet wurde. Die Kostümbildnerin sagte, ich musste die Brust abbinden. Ich dachte sofort, so wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Und dann wurde mir gesagt, dass ich für die nächste Staffel zu schwer sei, dass ich abnehmen müsse. Welchen Spitznamen habt ihr Brüder ihr gegeben? Donkey, Esel, manchmal auch Donk. Das ist einer meiner Spitznamen in der Familie, Donk. Woher kommt Donk? Willst du das wirklich wissen? Von Donkey, für Esel. Jetzt scheint es albern. Mein Körper sah aus wie ein Esel. Dein Körper hatte die Form eines Esels? Ja, ich wurde als Kind oft gehänselt und beschimpft.
Als Esel? Esel, Schwein, Kuh, Schlachtvieh, Pferd. Das hat sicher für Lacher gesorgt. Bei irgendjemandem. In ihren Anfangstagen war Janet ein kleines Mädchen im Fernsehen. Aber Joe bereitete alle auf ihren Eintritt in die Musikindustrie vor. Das Fernsehen verhalf ihr zu einer Bekanntheit, die ihre Brüder und Schwestern nicht hatten. Sie hat sich bereits als Schauspielerin etabliert. Hier ist Janet Jackson. Sie hat gerade ein Album veröffentlicht. Janet Jackson ist hier. Was für eine hübsche junge Dame. Danke. Sind deine Augen dein bestes Merkmal? Ich weiß nicht. 1982 und 84 erschienen zwei Alben. Das eine hieß Janet Jackson, das andere Dream Street. Das sind die Alben des Patriarchen Joe Jackson. Marlon hat den Song produziert, den ich gerade gesungen habe. You Don't Stand. Meine Brüder singen darauf im Hintergrund. Sie folgt dem Geschäftsmodell, das für die Jacksons in den letzten 10, 15 Jahren funktioniert hat. Aber bei ihr funktioniert es nicht wirklich. Mein Vater ist mein Manager, seit ich 7 bin, seit ich in diesem Geschäft bin. LaToya und Michael sprechen nicht sehr freundlich über die Kontrolle ihres Vaters und sprechen auch von Gewalt. War er grob zu ihnen? Nein, als Afroamerikaner benutzen wir das Wort schlagen, aber das ist es nicht. Es ist eher ein Klaps. Ging es zu weit? Mit meinem Vater? Nein, nicht, dass ich wüsste. Es war nie unverdient. Zu dem Zeitpunkt, als ich sie kennenlernte, war sie bereit auszubrechen. Sie war auf dem Weg vom schüchternen kleinen Mädchen zur Frau, die die Kontrolle übernehmen wollte. Sie wollte die Chefin über ihr Leben sein. Mit 14 habe ich meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben. Alles wurde mir geschenkt, mir in die Hand gedrückt. Hier, sing das, mach das. Ich hasste es. Ich sagte Schluss damit und weigerte mich. Dann feuerte sie ihren Vater. A&M erfuhr davon und bot ihr einen Vertrag an. Ein genialer Schachzug. Entweder hatte sie die Kontrolle oder er. Ich übernehme die Kontrolle über mein Leben. Ich weiß noch, wie ich das Album Control zum ersten Mal hörte. Ich fand es unglaublich und war sicher, es würde ein absoluter Hit. Sie hat die Kontrolle. Ihr Album ist ein Hit. Für uns beim Black Radio war es einfach. Wir liebten sie bereits und wollten ihren Erfolg. Ich freue mich sehr, Janet Jackson anzukündigen. Als schwarze Frau, die von R&B zu Pop und zurückwechselte, musste sie eine neue Form finden. Sie fand ihren eigenen Weg und definierte neu, wie ein schwarzer weiblicher Popstar klingt. 5, 4, 3, 2, 1. Control war schon ein Hammer, aber Rhythm Nation war einfach unglaublich. Oh my God, this is amazing! Rhythm Nation 1814 ist Janet's What's Going On. Das Album hat eine Botschaft. Für mich als schwarze Frau war es eine Hymne der Stärke. Sie behandelte Probleme und Gleichberechtigung und stärkte Frauen. Janet machte es so gut, dass die Konservativen nichts einwenden konnten. Where do
Wo ist die Grenze zwischen gutem Geschmack und Obszönität? Bei der Grenze zwischen Klasse und Schmutz muss man sehr vorsichtig sein. Meine Eltern waren damals besorgt darüber, welche Botschaften ich von der Popmusik erhielt. Auch wenn Janet weiterging, bewegte sie sich immer noch innerhalb der Grenzen. Ich habe das Album Janet für den Rolling Stone rezensiert. Darauf zeigte sie, dass sie sich als Person, als Frau gefunden hatte. Sie zeigte sich so, wie sie war, als sexuelles Wesen. Vorher hatte sie gesagt, lass uns noch etwas warten. Jetzt hieß es, jederzeit und überall. Diese Seite von mir war schon immer da. Ich habe sie nur noch nie gezeigt. Manche könnte das schockieren. Vor allem, weil ich in diesem Geschäft aufgewachsen bin. Mein Gott, sie ist kein Kind mehr, sondern eine Frau. Sie hat ein Sexleben. Du meine Güte. Ja. Wenn ich nackt so aussehen würde, wäre ich jetzt nackt. Das Rolling Stone Cover ist legendär. Es war überall. Sie sah sehr selbstbewusst aus. Die Arme über dem Kopf. Janet zeigt sich. Es ist gewagt. Aber es sind die Hände ihres Mannes. Sie gibt sich ungeniert als Objekt der Begierde. Janet veröffentlicht das Album mitten in den Kulturkriegen der 90er Jahre. Wir müssen uns unsere Kultur und unser Land zurückholen. Die politische Rechte beginnt zurückzuschlagen und sagt, das Land wird zu sexuell. Wir fühlen uns nicht wohl mit Ellen und ihrem Coming Out. Nimm es zurück, das gefällt uns nicht. Es gab die Moral Majority, die religiöse Rechte und sogar konservative Demokraten wie Tipper Gore. Ein Warnhinweis auf Musikprodukten, die wegen expliziter sexueller oder gewalttätiger Texte für jüngere Kinder ungeeignet sind. Bewegungen, die behaupteten, Amerika habe seine Werte verloren und wir brauchten stärkere konservative Werte. Eigentlich ging es darum, Sexualität zu überwachen, Kunst anzugreifen und Multikulturalismus zu zerstören. Es hat einen rassistischen Unterton. Das System ist von Grund auf verdorben. Die Republikaner beschweren sich über die Werte, die die Popkultur verbreitet. Es hilft nicht, dass das Fernsehen mit Murphy Brown die Bedeutung von Vätern verspottet. In den 90er Jahren haben wir die Leitplanken verloren. Das Fernsehen hat eine sehr dominante Stellung bei der Erziehung unserer Kinder und anderer beeinflussbarer Geister. Wir mussten unbedingt etwas gegen die Kultur und das Klima unternehmen, die in Amerika herrschten. Es gab drei Bereiche, die Sorgen bereiteten. Einer war die Sprache. Ein anderer Gewalt und der dritte Sexualität. Good evening, ladies and gentlemen. Guten Abend, ich bin Tim Winter, Präsident des Parents Television Council. Die Aufgabe des PTC ist, Kinder vor Sex, Gewalt und Obszönitäten zu schützen, die in unseren Unterhaltungsmedien allgegenwärtig sind. Unsere Sorge war, dass die einzelnen Fälle von Obszönität, sexuell explizites Material, das in Rundfunk und Fernsehen auftauchte, zur Norm werden könnten. Kinder werden heute mit extrem gewalttätigen Bildern in Filmen und Videospielen bombardiert. Brent Bozell, der Gründer, hatte Verbündete in Washington. Ich übergebe an Senator Brownback. Er wusste, welche Abgeordneten über die Verrohung der Medienkultur besorgt waren, insbesondere in Bezug auf Kinder. Danke Ihnen und dem Parents Television Council für diesen Bericht. Ich hatte keine Zweifel, dass wir dem Fernsehen Grenzen setzen müssen.
Wir trafen den damaligen Vorsitzenden der Kommunikationsbehörde FCC, Michael Powell. Wir waren besorgt, weil die Behörde eine Vorgabe des Kongresses nicht umsetzte. Wir hatten zahlreiche Beschwerden eingereicht und die Öffentlichkeit ebenso, zum Beispiel wegen der Verwendung des F-Worts durch Bono bei der Golden Globe-Verleihung auf NBC. That's really, really fucking brilliant. Das nackte Hinterteil auf NYPD Blue, Howard Stern und seine Radiosendung. I'm a very bad girl. All right, here we go. Damals sagte der Vorsitzende Powell, es gäbe keine öffentlichen Beschwerden. Aber Brent legte Tausende von Petitionen gegen unanständige Sendungen vor. Welche Sendung ist Ihr erstes Ziel? Ich würde mir zwei Kabelsender ansehen, FX Network und MTV. FX, weil es das obszönste Programm hat, MTV, weil es sich an Kinder richtet. Wie definiert Ihre Organisation Unanständigkeit? Wie sagte Richter Potter Stewart über Pornografie? Man erkennt sie, wenn man sie sieht. Janet balanciert auf diesem Grat, weil sie geschmackvoll ist. Sie spricht über ihr sexuelles Erwachen, aber sie ist nie provokativ. Darum geht es bei ihr nicht. Sie haben gesagt, ich habe getan, was ich immer getan habe, über mein Leben geschrieben. Ich stehe zu meiner Sexualität. So ist es. Das Album wurde an einigen Orten verbannt. Ist das gut? Ich werde es nicht ändern. Das bin ich. Ich finde es schön, das auszudrücken. Künstlerinnen, insbesondere nicht weiße Frauen, die Kontrolle über ihr Image wollen, stehen vor einem Dilemma. Entweder sind sie zu sexuell oder sie eignen sich das an und stehen vor der Frage, wenn sie nicht sexualisiert werden wollte, warum hat sie dann dieses Bild von sich geschaffen? Ist dein Nippel gepierst? Ja. Warum hast du das machen lassen? Weil es ein tolles Gefühl ist. Janet Jackson hat die Büchse der Pandora geöffnet für das, was wir heute sehen. Sie war die Erste, die unverhohlen sagte, ich mag mich, ich mag, wie ich aussehe. Es ist sehr schwer. Soll ich meine ganze Karriere lang nicht darüber sprechen, wie ich mich fühle? Es wird langsam einsam hier oben. Unsere Gesellschaft weiß nicht, was sie mit unabhängigen Frauen anfangen soll. Schon gar nicht mit unabhängigen schwarzen Frauen. Ganz zu schweigen von einer unabhängigen schwarzen Frau, die ihr eigenes Geld verdient, die weiß, wer sie ist und die offensichtlich eine sexuell befreite Person ist. Und als es eine Gelegenheit gab, sie dafür zu bestrafen, haben sie es getan. In den 90er Jahren ist MTV der größte Radiosender des Landes. Eine dominierende Instanz in der Kultur. Es ist kulturprägend. Gewinnerin des Video Awards 1990. Die verdiente Gewinnerin ist Janet Jackson. Wenn du 40 Mal pro Woche auf MTV zu hören warst, konntest du ein großer Star werden. Mein heutiger Gast ist eine der schönsten und talentiertesten Musikerinnen. Sie setzt die Maßstäbe, an denen andere Popstars gemessen werden. Wir freuen uns sehr, dass sie bei uns ist. Janet Jackson. Schön, dass du hier bist. Können wir kurz New York Hallo sagen? Klar. Denn die Leute drehen durch. Sie stehen hier schon ungewöhnlich lange, seit letzter Woche. Wir haben Live-Fernsehen verstanden. Wir wussten, wie man das Publikum unterhält. Die Dame mit dem sexiesten Bauchnabel, Janet Jackson. Janet war ein weltweiter Superstar. Ihre Tourneen gehörten zu den größten Ereignissen in der Branche. Und als Vorband mit auf die Velvet Rope Tour zu kommen, war eine Riesenchance. Man trat vor Millionen von Menschen auf der ganzen Welt auf. Eine der Bands, die sie mit auf Tour nahm, war eine junge Boyband namens NSYNC. Reden wir über die Janet Jackson-Sache.
Ich bin sehr aufgeregt. Ich bin Justin. Ich bin schon lange ein großer Fan von Janet. Ich habe ihr Rhythm Nation 1814 Video 100.000 Mal gesehen. Oh, gefällt mir. Guck mal, für Justin. Oh, das gefällt mir so gut. Nur für dich, Justin. Oh, schön. Als NSYNC anfingen, nahm Janet uns mit auf Tour und brachte uns Professionalität bei. Und heiß zu sein. 2001 verleiht MTV Janet den Icon Award. Wir lieben Janet aus vielen Gründen. Weil sie heiß ist. An dem Abend, an dem sie den Award bekommt, kann Justin Timberlake nur sagen, wie heiß sie ist, während sein Bandkollege ihre vielen Fähigkeiten und Talente preist. Eines unserer Lieblingsvideos von ihr ist That's the Way Love Goes. Das hatte den coolsten, lässigsten Groove. In dem Video ist sie auch heiß. Unsere Partner kamen zu MTV wegen unseres Publikums. Als CBS und MTV 2001 unter dem Dach von Viacom fusionierten, gab es Überlegungen, die beiden Marken zusammenzuführen. Das bekam die NFL mit. CBS übertrug 2001 den Super Bowl und meinte, wir sollten zusammenarbeiten und ein Spektakel schaffen. Und das taten wir. Wir gestalteten die Halbzeit so abwechslungsreich wie niemand zuvor. Alle waren stolz darauf und alle waren sehr zufrieden. Als CBS 2004 wieder den Super Bowl übertrug, begannen Diskussionen darüber, ob MTV wieder die Halbzeitshow gestalten sollte. MTV hatte den Ruf, krass zu sein, subversiv zu sein und Grenzen zu überschreiten. Sie hatten uns gerade Madonna beschert, die bei den Music Awards Britney Spears küsste. Wir wussten, dass MTV möglicherweise riskante, gewagte Inhalte mitbringen würde. Wir hatten große Sorge, ob die Show familienfreundlich sein würde, weil MTV sie produzierte. Die NFL war sich sehr bewusst, wem sie eine Bühne bot. Sie wollen die großen Stars, die mehrere Generationen und alle politischen Lager ansprechen. Es gibt nur sehr wenige Künstler, die in diese Kategorie passen. Wir erarbeiteten eine Liste und legten sie der NFL vor. Schließlich einigten wir uns alle auf Janet und freuten uns sehr, als sie zusagte. Stay tuned. For the supercharged AOL Top Speed Halftime Extravaganza. See you at halftime. Vor 2004 war Janet ein paar Jahre von der Bildfläche verschwunden. Sie war kurz davor, ein neues Album zu veröffentlichen. Es war fast wie in einem ihrer Songs. Was hast du in letzter Zeit für uns getan? Ich war damals Geschäftsführer von Virgin Records. Ich hatte mit Janet über ein Jahr lang an dem Album The Meter Joe gearbeitet. Wir waren sehr aufgeregt, dass Janet beim Super Bowl auftreten würde. Die Super Bowl Halbzeitshow ist der wichtigste Moment des Jahres für Musik. Das Album hätte durch den Auftritt große Aufmerksamkeit bekommen sollen. Eine gigantische Sache. Zu sagen, ich bin auf Super Bowl Niveau, ist eine riesige Anerkennung. When it came to 2004, 2004 waren wir sehr selbstbewusst im Umgang mit MTV. Als wir versuchten, die Künstler auszuwählen und zu entscheiden, was passieren sollte, reagierten sie anders als drei Jahre zuvor. Auch die Musik hatte sich im Laufe dieser drei Jahre dramatisch verändert. Verpasst nicht die Halbzeitshow von MTV. Mit Janet Jackson, Kid Rock, P. Diddy und Nelly. Also schaltet ein! Ich denke,
Von all den möglichen Problemen, die wir bei den Künstlern für die Halbzeitshow sahen, sahen wir bei Janet Jackson wahrscheinlich das Geringste. Eine lustige Gruppe Jungs. Schön, das einzige Mädchen zu sein. Es gab Bedenken wegen P. Diddy, wegen Nelly und wegen Kid Rock. Die NFL meinte, manche Dinge seien etwas zu weit weg von dem, was wir wollten. Es gab frauenfeindliche Texte, die Menschen anstößig fanden. Frauenfeindlichkeit in Rap-Texten ist ein kompliziertes Thema. Von der NFL hört man immer wieder, dass es darum geht, das Image des Spiels und der Liga zu schützen. Es ist ein wichtiger Aspekt der NFL, wie sehr sie mit der amerikanischen Kultur verbunden ist. Als die Künstlerinnen und Künstler bekannt gegeben wurden, schickte der Besitzer der Texans einen Brief an Tagliabue, in dem er die Auswahl kritisierte. Es sei nicht das Richtige, er war sehr verärgert. Er ist der Besitzer der Houston Texans und der Super Bowl war in seiner Stadt. Roger Goodell sagte morgens zu mir, Sie sollten versuchen, mit Les Moonves zu sprechen. Er ist der Vorstandsvorsitzende von CBS. Er sollte darüber Bescheid wissen. Im Jahr 2004 war Les Moonves gleichbedeutend mit CBS. Er war für sehr profitable Fernsehsendungen verantwortlich und gehörte zu den mächtigsten Fernsehmanagern. Ich sprach mit Les im Auto auf dem Weg zum Flughafen und er sagte, er sei sich der Probleme bewusst, ich müsse mir keine Sorgen machen. Er würde dafür sorgen, dass die Halbzeitshow erstklassig werden und es keine Probleme geben würde. Für die NFL bedeutete das, dass es sauber sein musste, familienfreundlich. Es durfte niemanden verärgern oder beleidigen. Ende Dezember bekam ich einen Anruf von Sally. Sie sagte, wir denken, dass es eine gute Idee wäre, jemanden hinzuzufügen, der das Ganze etwas abdämpft, und überlegen, Justin Timberlake einzuladen. Ich sagte sofort, unbedingt. Was haben Sie geplant? Können Sie das erzählen? Gibt es Überraschungen? Es gibt einen besonderen Gast. Ich kann nicht verraten, wer. Wirklich? Ein Überraschungsgast. Ein kleiner Hinweis? Kurz vor dem Super Bowl gab MTV in einer Pressemitteilung bekannt, dass die Halbzeitshow schockierende Momente enthalten werde. Ein paar Überraschungen. Ihr werdet es sehen. Justin wurde nicht angekündigt. Er war nicht bei der Pressekonferenz dabei. Er sollte die große Überraschung werden. Janet Jackson hat hinter der Bühne an einer der größten Halbzeitshows aller Zeiten gearbeitet. Donnerstagabend war der einzige Abend, an dem wir das Spielfeld nutzen konnten. Wir machten mehrere Durchläufe. Diese Proben habe ich mir immer angesehen. Dabei hatte ich einige große Bedenken. Auf 2,5 Seiten hielten wir fest, was unserer Meinung nach in der Show geändert werden müsste. Wir mussten uns einige von P. Diddy's und Nellys Texten noch einmal ansehen. Dafür haben wir viel Ärger bekommen. Kid Rock wollte eine US-Flagge tragen. Die NFL hatte Bedenken. Die Flagge sollte nicht respektlos behandelt werden. Sally und alle anderen sagten, dass sie es verstanden hatten. Sie würden an den Dingen arbeiten, auf die wir hingewiesen hatten. Kamera aus, wir haben jetzt frei. Wir hatten sehr wenig Zeit für individuelle Proben mit den Künstlern, vor allem mit Justin, der aus Europa eingeflogen wurde. Für das Ende der Halbzeitshow war geplant, dass sie einen Janet Jackson-Song spielen und dann in Justins Song übergehen würden. Darin singt er am Schluss, am Ende dieses Songs wirst du nackt sein. He sings, I'm gonna have you naked by the end of this song. And on the word song, they had Janet trug einen Rock zum Aufreißen, den er bei Song einfach ausziehen wollte. Darunter trug sie einen kompletten Overall. Nach der Probe waren wir uns alle einig, dass es als Inszenierung nicht funktionierte. Die NFL gab mir Anmerkungen, CBS ebenso. Wir waren uns alle einig, dass wir das nicht tun sollten, und sie war damit einverstanden. Ich habe mir zusammen mit jemandem von der Rechtsabteilung jedes Kleidungsstück angesehen und abgenommen. Ich dachte, unsere Botschaft wäre klar.
We had delivered the messages clear. Wayne Scott Lucas was a stylist. Wayne Scott Lucas ist ein Stylist aus Janet's Team. Es gab Berichte, dass er am Tag nach der Probe für die Halbzeitshow allein einkaufen ging. Brustwarzenschild aus Sterling-Silber in Sonnenform, gekauft von Jacksons Stylist. Er war auch lange in einer Schneiderei. Wir wissen nicht, was dort bearbeitet wurde, aber offensichtlich wurden einige Kleidungsstücke angepasst. Wir hatten keinerlei Kenntnis davon, was zwischen Janet und ihrem Team vor sich ging. Das Spiel fängt an. Die Künstlerbetreuer halten uns auf dem Laufenden. Justin Timberlake war nach Los Angeles geflogen und kam am Sonntag wieder zurück nach Texas. Und gleich die Halbzeitshow mit Janet Jackson. Er landete etwa 20 Minuten vor Beginn des Auftritts. Eine Polizeieskorte wartete am Flughafen auf ihn, damit er rechtzeitig zur Halbzeitshow kam. Ich weiß noch, dass ich ihn fragte, bist du bereit? Hast du noch Fragen? Es gab die Bitte, dass er noch einmal zu Janet und ihrem Stylisten gehen sollte. Wir, die Produzenten, waren nicht im Raum. Niemand war im Raum. Es gab ein kurzes Gespräch, ein paar Minuten lang, in ihrer Umkleidekabine. Justin kam heraus. Alle nahmen ihre Startpositionen ein. Die erste Halbzeit des Super Bowls ist zu Ende. Ich habe Janet kurz vor dem Auftritt gesehen. Sie war aufgeregt und etwas nervös, wie jeder Künstler vor einem großen Auftritt, aber glücklich. Zu Beginn der Halbzeitshow war ich mit den anderen NFL-Verantwortlichen auf der Tribüne. Es gab einiges, auf das wir hingewiesen hatten, was nicht geändert worden war. Aber nun war es eben so. Meine Tochter fand Teile der Halbzeitshow schrecklich. Kid Rock hatte die Flagge respektlos behandelt. Sie musste ihren Kollegen erklären, wie ich und die NFL zulassen konnten, dass eine solche Halbzeitshow ausgestrahlt wurde. Janet taucht auf. Es gab Leinwände und Projektionen. Sie ist großartig, fantastische Choreografie, tolle Kostüme. Justin tritt auf. Das Lied beginnt. Sie rocken es. Sie machen die Choreografie wie geplant. Alles wie geplant. And everything was scripted. Und dann kommen wir natürlich zum Schluss. Die letzten paar Sekunden des Songs und alles läuft schief. And, you know, that's just when everything went wrong. Habt ihr das gesehen? Ich hab's kaum bemerkt. Für einen Sekundenbruchteil sahen wir Janets Brustwarze. Der Song endete, wir gingen in die Totale, die Pyrotechnik wurde gezündet und wir applaudierten. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Und dann klingelte das Telefon. Ich ging ran und erwartete ein, das war fantastisch, Glückwunsch. Stattdessen hörte ich, habt ihr das gesehen? Ich nahm das Telefon runter und fragte, habt ihr gesehen, was passiert ist? Ich fragte meine Bühnenmanagerin, was ist los? Sie sagte, ich weiß es nicht, aber ich hatte eine Decke für Janet. Ich habe sie ihr umgelegt und sie weinte. And
Er fragte, wusstest du, dass das passieren würde, Sally? Und ich antwortete, nein, Jim. Er sagte, ich glaube dir. Ich legte auf. Unser Techniker spulte das Band zurück. Wir sahen uns die Nahaufnahme an, sahen die Totale an und waren alle schockiert. Natürlich haben wir als erstes versucht, mit Janet zu sprechen. Janet floh. Wir erreichten weder sie noch ihren Manager. War es ein Unfall? War es geplant? War es ein Werbegag? Von Justin haben wir nie eine klare Antwort bekommen. Das hat Spaß gemacht. Es war schnell, clever, auf den Punkt. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war ganz schön heiß. Wir lieben es, euch Gesprächsstoff zu liefern. Aus meinem Blickwinkel sah sie verärgert aus, aufgelöst. Du warst unartig mit Miss Jackson, das war cool. Davon träumt jedermann. Die Art und Weise, wie Janet den Kopf senkt, als ihr klar wird, wie entblößt sie ist, wirkt nicht geplant. Es wirkt nicht so, als wollte sie, dass das passiert. Es fühlte sich nicht richtig an. Sie hätte da sein sollen, dazu stehen und darüber sprechen sollen. Vielleicht war es ein Fehler. Sie hätte einfach sagen sollen, niemand wusste davon und es war ein Fehler. Sie hat nie mit uns gesprochen. Wir versuchten, die Person zu fragen, der das gerade passiert ist, aber sie war weg. Sie saß im Flieger zurück nach L.A. Dann gingen wir zu Justin. Wir nahmen ihn beiseite. Justin, was ist gerade passiert? Er meinte, das sollte nicht passieren. Mir wurde gesagt, ihr wüsstet davon. Wir wussten nichts davon. Es tat ihm sehr leid. Er hat sich der Sache gestellt. Les Moonves wandte sich an mich, weil er annahm, dass ich mit der Halbzeitshow nicht glücklich war. Er war es auch nicht und CBS wollte der Sache auf den Grund gehen, wer daran beteiligt war, wer davon wusste. Ich war ein Wrack und bin fast durchgedreht. Ich war den Tränen nahe, die Leute haben geweint, es war erschütternd, sehr emotional. Ich fühlte mich verraten. Mein Instinkt sagte mir, dass es ein Gespräch zwischen Stylisten und Künstlern gegeben hatte. Jemand hatte gedacht, dass es eine gute Idee wäre, und es ging nach hinten los. Janet, übernimm Verantwortung. Sag, ich bin ein Flittchen und brauche Aufmerksamkeit. Kauft mein neues Album. Mehr hast du nicht zu sagen. Beleidigend, peinlich für uns und unsere Fans. Die Kommunikationsbehörde FCC ermittelt. Die NFL ist wütend. Ich glaube, dass sie es geplant haben. Sie deutet an, Justin habe mit ihr gemeinsame Sache gegen MTV gemacht. Absolut unangebracht. Es reicht. Den Super Bowl so zu sexualisieren, ist unverzeihlich. Der Vorfall könnte zu einer saftigen Geldstrafe für CBS führen. Die Strafe könnte in die Millionen gehen. Wenn 140 Millionen Menschen etwas sehen, gibt es Dutzende unterschiedliche Reaktionen. Jeder empfindet andere Dinge als unterhaltsam oder unangemessen. Ein Armutszeugnis für Janet Jackson, die wohl die besten Tage hinter sich hat. Diese Frau ist 37 Jahre alt, in der Popmusik fast schon eine Oma. Wenn du im Auge des Taifuns bist, weißt du nicht, wie du dich fühlst. Aber wir fühlten sehr mit Janet mit, angesichts der Welle, die über ihr hereinbrach. Justin Timberlake veröffentlichte vor Janet Jackson eine Stellungnahme und der Begriff Kleiderpanne brannte sich in unser kulturelles Bewusstsein ein. Janet war unauffindbar, sie war nicht ansprechbar. Vielleicht sieht sie das selbst anders, aber der Eindruck, dass sie nicht da war, hat ihr bei vielen Leuten, die ziemlich wütend waren, keinen Gefallen getan.
Am Montag veröffentlichte Janet die erste Entschuldigung. Ich wollte nicht, dass es so weit geht. Ich entschuldige mich bei allen, die ich verletzt habe, einschließlich der Zuschauer, MTV, CBS und der NFL. Sie entlastet alle Unternehmen. Was hätten wir sehen sollen? Den roten Spitzen-BH, einen Teil der Brust? Ursprünglich sollten die Zuschauer wohl nur ihren roten Spitzen-BH sehen. Ich bekam einen Anruf vor der Show. Sie wollten eine Enthüllung machen. Ich hatte den Eindruck, dass dabei ein roter Büstenhalter, ein Bustier, enthüllt werden sollte. Ich kam an, hatte keine Zeit, es zu proben. Ich ging auf die Bühne, war ganz im Augenblick versunken. Und als es passierte, dachte ich nur, oh mein Gott. Justin Timberlake hat sich von Janet Jackson distanziert. Bei Access Hollywood hat er gesagt, es war ziemlich cool. Und später sagte er dann, es tut mir so leid. Zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ich brauche diese Art von Publicity nicht und ich möchte nicht in einen PR-Stunt verwickelt sein. Schon gar nicht, wenn er so groß ist. Das Schmerzhafte an diesem Moment ist, dass alles, wofür Janet gearbeitet hatte, ihre gesamte Karriere lang, ihr einfach weggenommen wurde. In diesem Moment, von diesem weißen Mann. Er riss es auf. Janets Brust ist nicht einfach herausgesprungen. Die Leute bei Viacom, CBS und MTV fanden Jacksons Entschuldigung unzureichend. Justin Timberlake war sehr viel entgegenkommender. Und vor allem fühlte sich Moonves öffentlich blamiert. Auf Anraten ihres Managements veröffentlichte sie eine zweite Entschuldigung, auf Video. Janet Jackson veröffentlichte letzte Nacht ein Entschuldigungsvideo. Meine Entscheidung, den Auftritt beim Super Bowl abzuändern, wurde nach der Generalprobe getroffen. MTV, CBS und die NFL wussten nichts davon. Und leider ging die ganze Sache am Ende schief. Es tut mir sehr leid, wenn ich jemanden verletzt habe. Das war wirklich nicht meine Absicht. Die Buße, die erwartet wurde, die Entschuldigungen, die erwartet wurden. Aber ich weiß nicht, ob sie genug Entschuldigungen abgeben konnte, die ausgereicht hätten, um die Empörung zu besänftigen. Der Vorfall wurde zu einem eigenen Tornado, der sich immer schneller drehte. Ich war schockiert. Müssen wir jetzt eine Familiensendung am Sonntagabend überwachen? Wir boykottieren MTV, weil sie so etwas nicht zulassen sollten. Moonves wollte eine persönliche Entschuldigung von Janet Jackson. Dieser Mann war bei Mitarbeitern als nachtragend bekannt. Er zitierte aus Der Pate. Er war jemand, dem man nicht in die Quere kam, weil er die Macht hatte, über Erfolg oder Scheitern deiner Karriere zu entscheiden. Und er bekam sie nicht. Janet Jackson hat sich nie entschuldigt. Jemand von CBS hat mir erzählt, dass Justin Timberlake zu CBS nach L.A. kam und sich persönlich entschuldigt hat. Er hat quasi den Ring geküsst. Er hatte sogar Tränen in den Augen. Aber keine Entschuldigung konnte den öffentlichen Aufruhr eindämmen. Sie wussten es. Einige Leute wussten mehr als andere. Ist das nicht die Künstlerin, die sich selbst als böses Mädchen bezeichnet? Das gesamte Programm war geschmacklos. Ein Verstoß gegen Sittlichkeitsregeln. Es hat eine bereits lange schwelende Diskussion über die Angemessenheit von Unterhaltung wieder angefacht. Ich weiß nicht, was diese öffentliche Aufmerksamkeit gekostet hätte, aber sie war sehr wertvoll. Auf unserer Website konnte jeder ein Formular ausfüllen, das direkt an die FCC weitergeleitet wurde. Vor Janet Jacksons Halbzeitshow hatten wir etwa 750.000 Mitglieder. Ein paar Tage später hatten wir 1 Million. Es war eine große Sache für uns. Janet Jacksons Super Bowl-Auftritt hat eine Beschwerdeflut ausgelöst. Eine Gruppe aus Tennessee hat Sammelklage gegen Janet, Justin, CBS und MTV eingereicht. Die Janet Jackson-Episode hat den Amerikanern vor Augen geführt, was ich im Kongress mit aller Macht verfolgt und vorangetrieben hatte. Endlich sagte das ganze Land: Ach, das meinst du? Ja, das meine ich.
Am Dienstag sind die Proteste so laut geworden, dass sich die FCC einschaltet und eine Untersuchung der Sittlichkeit der Show ankündigt. Es ist nicht nur eine krasse und demonstrative Show, möglicherweise ist sie sogar illegal. Als nächstes wollten sie meinen Computer, alle meine Dateien. Gegen jede Person, die an der Halbzeitshow mitgearbeitet hat, wurde ermittelt. Einige Leute haben deswegen ihren Job verloren. Andere mussten vor Anwälten aussagen. Das war ziemlich beängstigend. Wir werden das zügig bearbeiten. Die Sache ist von großem Interesse. Ich möchte nicht darüber spekulieren, wie schnell. Wir folgen den Fakten. CBS ist wütend. Les Moonves fühlt sich betrogen. Und es stellt sich die Frage, ob Janet Jackson noch zu den Grammy Awards eingeladen ist, die in der folgenden Woche stattfinden. Ich war stellvertretender Leiter der Abteilung Kommunikation und Künstlerbeziehungen bei der Recording Academy. Obwohl sich Janet und Justin schriftlich entschuldigten, entschied Les Moonves von CBS, dass Janet Jackson und Justin sich öffentlich in der Show entschuldigen müssten, wenn sie zur Grammy-Verleihung kommen wollten. Und da wurde es dann richtig heikel. Ist es fair, dass Justin Timberlake auftreten darf und Janet Jackson nicht? Auf keinen Fall. Er darf auftreten, sie wird nicht da sein. Sie ist nicht eingeladen. Die Recording Academy hat nie zu Janet oder Justin gesagt, ihr seid nicht eingeladen. CBS wollte, dass sich Janet Jackson und Justin Timberlake in der Show offiziell entschuldigten. Und Justin entschied sich aufzutreten. Janet entschied sich dagegen. Wegen der Entschuldigung? Ich weiß es nicht. Man könnte es vermuten. Beide Künstler hatten im Vorfeld der Grammy-Verleihung unsere volle Unterstützung. Wir wollten beiden eine positive Erfahrung ermöglichen. Aber CBS wollte eine Entschuldigung. Wir sind getrennte Unternehmen, aber wenn jemand deine Rechnungen bezahlt, musst du auf ihn hören. Es wirkte wie eine weitere Forderung nach einer Entschuldigung für einen Unfall. Etwas, das man ihr nicht vollständig anlasten musste. Also kam sie ihr nicht nach. Und das ist gut so. Die Welt erwartet von schwarzen Frauen, dass sie in starre Schablonen passen. Und als sie etwas tat, das aus dem Rahmen fiel, wurde beschlossen, sie auszuschließen. Sie wurde über Nacht zu einer Geächteten. Und der Grammy geht an Benehmt euch. Justin Timberlake. Es ist eine Ehre. Das sollte der Start für seine Solokarriere sein. Für ihn stand also viel mehr auf dem Spiel als für Janet. Es ist überwältigend. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es war für alle eine harte Woche. Was passiert ist, war nicht beabsichtigt und ist sehr bedauerlich. Ich entschuldige mich, wenn wir euch verletzt haben. Das war ein Traum von mir. Tu es nicht. Ich habe genug. Danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist offiziell der beste Moment in meinem Leben. Was war die Panne? Sollten beide Brüste herausspringen? Schockierend. Clay, am Ende dieses Spots wirst du nackt sein. Dass Janet bei den Grammys nicht auftaucht, verstärkt nur den Trubel, der um sie herum gemacht wird. Und es trägt dazu bei, dass sie von Janet Jackson, dem Superstar, zu einer Pointe wird. Willkommen. Das ist fast eine Panne. Ich erinnere mich an Letterman. Du riechst wunderbar. Das schätze ich sehr an einem Gast. Danke. Wo er einfach nicht aufhört, sie zu nerven. Es war also nur ein Versehen? Justin Timberlake hätte dir nicht die Bluse abreißen sollen? Er hätte das nicht tun sollen? Oder doch? Aber sie versucht, über etwas anderes zu sprechen. Was genau ist dort passiert? Du zwingst mich dazu, das nochmal zu durchleben. Ich will es hinter mir lassen. Ich nicht. Janet wurde von einer erfolgreichen Künstlerin zu einer Art Kumpel.
chum. Janet lost her damn mind, whipping out in pity on a Sunday afternoon. Das deutlichste Beispiel für Diskriminierung schwarzer Frauen in unserer Kultur. And a 40-year-old pity at that. You can't just whip out a 40-year-old pity. That's your man's titty. That is your man's titty. Für Janet Jackson war die ultimative Demütigung wohl, dass die New York Times Janets Brust kritisierte und sagte, dass sie wie die Brust einer durchschnittlichen Frau mittleren Alters aussah. Und das hat ihrem Image als Sexsymbol nicht unbedingt geholfen. Sie hatte einen Stern auf der Brust. Wie Weihnachtsschmuck. Das weckt bei ihren Fans einiges Misstrauen. Dass Janet diesen Schmuck an ihrem Körper trug, schien ein Beweis für ihre Schuld. That she was guilty. War es beabsichtigt? Warum sonst sollte sie diesen Nippelring tragen? Es ist ein Armutszeugnis für unsere Kultur, dass wir uns nicht vorstellen können, dass eine schwarze Frau sich nur für sich selbst schmückt, dass sie unter ihrer Kleidung nur für sich schön sein will. Sie wurde beschrieben als jemand aus einem SM-Katalog, als Domina, als läufige Schlampe. Die Tatsache, dass sie eine schwarze Frau ist und er ein weißer Mann, verkompliziert die Sache noch weiter und gibt ihr einen rassistischen Unterton. Die Menschen schalten ein, um Football zu feiern und in der Halbzeit unterhalten zu werden und nicht um zu sehen, wie sich Gangbang-Rapper in den Schritt fassen oder Janet Jackson ihre Brust entblößt. Das reicht bis in die Zeit vor dem Bürgerkrieg zurück. Schwarze Körper, besonders weibliche schwarze Körper, werden entmenschlicht und zur Ware gemacht. Wenn man sie als Vieh ansieht, sind sie schlicht schwarze Körper, an denen keine Verbrechen begangen werden können. Dieser Moment war schrecklich und entsetzlich. Warum hat das Fernsehen ihn hunderttausendfach gezeigt? Du weißt, warum die Leute wollen es sehen. Der Super Bowl hat die Beziehung von Virgin zu MTV belastet. Plötzlich hatte MTV Ärger mit CBS und sie beschäftigten sich mit diesen Problemen, während wir uns damit beschäftigten, ein Album zu veröffentlichen. Ihr aktuelles Album heißt Demeter Joe. Hier ist Janet Jackson. Es gibt eine Art schwarze Liste. Ich verwende das Wort mit Bedacht, denn es war nicht überall so. Nicht die ganze Branche hat Janet geschnitten. Niemand hat zu uns gesagt, wir spielen Janet nicht. Es wurde einfach mit der Zeit deutlich. Die Platte verlor an Zugkraft, der Verkauf lief schleppend. Clear Channel hatte damals etwa 1200 Radiosender im ganzen Land. Wir hatten 200 Millionen Hörer pro Woche. Alle Programmentscheidungen wurden lokal getroffen. Es konnte also keine systemweite schwarze Liste geben. A system-wide blacklist. Now, if there Wenn es aber lokal eine schwarze Liste gab, weil zum Beispiel der Programmdirektor in Salt Lake City wusste, dass sich sein Publikum von Janets Auftritt beim Super Bowl beleidigt fühlte, ist es denkbar, dass ihr neues Album dort auf den Frequenzen von Clear Channel nicht gespielt wurde. In Salt Lake City on Clear Channel Airwaves. Zwei Songs aus ihrem Album sind im Radio untergegangen. Und MTV, der Sender, der die Super Bowl Halbzeitshow produziert hat, ist nicht gerade begeistert von ihrem Musikvideo und strahlt es nicht aus. Ich weiß nicht, ob sie meine Schwester auf eine schwarze Liste setzten, aber es sah so aus, als wollten sie ihre Karriere und ihre Fähigkeiten schmälern. Wir, die Familie, wussten es. Wir wussten, dass sie Tante Janet irgendwie sabotierten. Wenn man hinter den Kulissen die Karriere eines Künstlers beeinflusst, kann man es nennen, wie man will. Aber ihre Karriere hat gelitten, weil das Ego von jemandem verletzt wurde. Wir werden nie erfahren, wie das Album in einem Vakuum abgeschnitten hätte. Das Album, die Qualität der Songs, der Zwischenfall, das alles ist verworren und nicht mehr voneinander zu trennen. Ein deutlicher Makel in einer ansonsten brillanten Karriere. Wie Janet Jackson von erfolgreichen weißen Unternehmen fallen gelassen wurde, war verachtenswert.
Richard Branson sagte, er habe Necker Island dank des Erfolgs von Rhythm Nation gekauft. Mit jedem Hit von Janet Jackson habe ich mehr auf die Insel gebaut. Und von ihm kam nicht ein Wort? Der Schaden, den Janets Ruf erlitt, steigerte sich. Schließlich trennte sie sich von Virgin Records, was sich negativ auf alle Aspekte ihrer Karriere auswirkte. Danach drehte sie nie wieder große Hollywood-Filme. Sie hatte das Angebot, Lena Horne in einem Film zu porträtieren, das zurückgezogen wurde. Disneyland hatte eine Statue von Mickey Mouse im Rhythm Nation Outfit, die sie nach dem Super Bowl abbauten. McDonald's hatte einen Vertrag mit Justin Timberlake, der nicht aufgelöst wurde. Ihre Karriere wird auf Eis gelegt und Justin wird belohnt. Die Art und Weise, wie die beiden größten amerikanischen Marken mit den beiden Stars umgegangen sind, sagt viel darüber aus, wie sie in der Kultur insgesamt wahrgenommen werden. Er profitiert von seiner Nähe zur schwarzen Kultur und seiner Nähe zu Janet. Und es hat lange gedauert, bis wir verstanden haben, wie falsch das eigentlich war. Die Frequenzen, die Radio und Fernsehen nutzen, sind öffentlich, Eigentum der Öffentlichkeit. Sie werden von der Öffentlichkeit an Sender lizenziert und müssen dem Gemeinwohl zugutekommen. Wir arbeiteten ein Gesetz aus. Wir nennen ihn vorerst den Janet-Jackson-Gesetzentwurf. Zusammen mit dem Parents Television Council und anderen interessierten Ausschussmitgliedern. In den Ausschüssen bestand jetzt großes Interesse. Guten Morgen. Ich wurde überschwemmt. Tausende von Briefen und E-Mails von Leuten, verzweifelt und frustriert darüber, dass die Regierung ihre Befugnisse nicht genutzt hat, um Unsittlichkeit im Rundfunk einzudämmen. Miss Wilson? Die Abgeordnete Wilson vertrat ihre Ansichten sehr wirkungsvoll. Sie war sichtlich erschüttert von der Erfahrung. Ich wüsste gerne, wie es so etwas in die Show geschafft hat, in eine sehr durchdachte, wochenlang geprobte Aufführung. Ihrer Ansicht nach wussten Führungskräfte wie Mel Karmazan, der Chef von Viacom, genau, was sie taten, wenn sie so etwas sendeten. Sie wussten, was sie taten, welche Art von Unterhaltung sie verkaufen. Und sie wollten, dass wir alle in heller Aufregung waren. Hier in diesem Raum und auf dem Spielplatz in der Schule meiner Kinder, weil es ihre Einschaltquoten verbessert. Es erhöht Ihren Marktanteil und füllt Ihre Taschen. Danke, Vorsitzender. Frau Jacksons ungeprobter und nicht genehmigter Auftritt ging weit über das hinaus, was für unseren Sender akzeptabel ist. Karmazan hat nicht die volle Verantwortung übernommen. Offensichtlich wusste niemand bei CBS, niemand bei Viacom, niemand bei MTV und ganz bestimmt niemand bei der NFL, was passieren würde. Frau Jackson hat öffentlich zugegeben, dass sie und ihr Choreograf sich, ohne dass jemand anderes davon wusste, privat im Voraus mit Justin Timberlake getroffen haben. Und überhaupt keine Verantwortung aus Sicht von CBS. Die Enthüllung der Brust von Janet Jackson Super Bowl Show. The Janet Jackson Incident. Es war fast ein Frohlocken, eine Freude darüber, sie bestrafen zu können. Mit einer Sache bin ich nicht einverstanden bei dem, was ich sehe und höre. Mein Freund aus Nebraska, Mr. Terry, und andere bezeichnen den Vorfall beim Super Bowl als Janet-Jackson-Vorfall. Aber wo ist Justin Timberlake?
Justin Timberlake verdient mehr als nur einen Klaps auf die Hand. Es gehören immer zwei dazu. Und ich finde es unehrenhaft, Janet Jackson die ganze Schuld zuzuschieben. Ich muss die Mitglieder des Ausschusses daran erinnern, wir sind im Black History Month. Und in diesem Sinne muss ich Ihnen sagen, dass mich der Vorfall beim Super Bowl unwillkürlich an die Grausamkeiten erinnert hat, die nicht nur Afroamerikanern im Allgemeinen, sondern afroamerikanischen Frauen im Besonderen angetan wurden. Es war ein einfaches Gesetz. Es zeigte dem Land und der Fernsehindustrie, dass wir die Sache ernster nehmen würden. Senator Brownback brachte ein Gesetz ein, das die Geldbußen verzehnfachte. Ein konkreter Sieg. Im Zuge des Vorfalls mit Janet Jackson geriet leider Clear Channel ins Visier. Es wird immer schwieriger, meine Sendung zu machen. Die Regierung bot mir Geldstrafen auf. Ich habe Millionen von Dollar an Strafen. Die Geschäftsführung von Clear Channel hat Radiomoderator Howard Stern gesagt, dass sie unsittliche Inhalte nicht dulden und die anstößige Sendung in 6 Städten absetzen werde. Und Howard Stern wurde abgesetzt. CBS wurde nach dem Vorfall zu einer Geldstrafe von mehr als einer halben Million Dollar verurteilt, gegen die sie sich lange wehrten. Les Moonves war so wütend darüber, dass er seine Manager sogar fragte, ob sie Janet Jackson dazu zwingen könnten, die Geldstrafen zu bezahlen. CBS wollte nicht zahlen und sei es nur aus Prinzip. Sie gingen damit bis vor den obersten Gerichtshof und erreichten schließlich eine Aufhebung der Strafe. Ich bin niemand, der Dinge im Nachhinein hinterfragt. Man spielt das Spiel und entweder gewinnt man oder man verliert. Ich denke nicht, wenn ich dies oder das getan hätte, hätte ich gewonnen. Wenn ich es noch einmal tun müsste, würde ich das Gleiche tun. Wir haben ein paar Leute gefeuert. MTV durfte nie wieder die Halbzeitshow organisieren. Wir gingen alle unsere Wege. Ich durfte dort nie wieder Regie führen. Schockierend, ich weiß. Das ist okay. Das verletzt mich nicht. Ich habe im August 2004 meinen Rücktritt von der Liga bekannt gegeben. Aus den 26 Spielen, für die ich verantwortlich war, wird man sich daran erinnern. Wahrscheinlich eher als an einige der guten Dinge, die auch passiert sind. Ich verstehe, dass es NFL, CBS und MTV viel Ärger bereitet hat. Aber im Endeffekt musste sie dafür den Kopf hinhalten. Janet war wegen dieses Vorfalls lange Zeit gebrandmarkt. 24 Stunden nach dem Super Bowl entschuldigte Janet sich. Ich habe gelesen, dass sie diese Entschuldigung bedauern. Stimmt das? Und warum? Es war ein Versehen. Finden Sie, dass Justin Timberlake sie im Stich gelassen hat? Ich frage Miss Jackson. Wenn wir von Rassismus und Sexismus sprechen, dann meinen wir auch die Auswirkungen des Super Bowl-Vorfalls. Genau so zeigen sie sich. Wenn wir es als 50-50 betrachten, wurde mir vermutlich 10% der Schuld zugewiesen. Und das sagt einiges über unsere Gesellschaft aus. Im Laufe der Jahre, als Justin immer erfolgreicher wurde, wurde ich immer wütender darüber.14 Jahre später wird Justin Timberlake als Hauptact zum Super Bowl 2018 eingeladen. No,
Das war der offensichtlichste Beweis dafür, dass fast nichts von diesem Vorfall an ihm hängen geblieben war. Während Justin verziehen wurde und er dieses Jahr wieder auftreten darf, fordern einige Fans Gerechtigkeit für Janet. Gestern forderten viele Anerkennung für Janet Jackson. Das Internet sagt, wir lassen das nicht durchgehen. Wir vergessen es nicht. Ich weiß noch, wie ich diese Tweets und die Bilder sah und sehr erleichtert war, dass das Kapitel noch nicht zu Ende war, dass es für Janet noch nicht vorbei war. Die Unterstützung trug sicher dazu bei, dass Janet in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Ich möchte jedem meiner Fans persönlich etwas sagen. Ihr habt mich auf meinem gesamten Weg begleitet. Durch alle Höhen und durch alle Tiefen. Ich habe euch nie als selbstverständlich angesehen. Und das werde ich auch nie tun. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Vielen Dank. Das Blatt hat sich gewendet. So sehr sogar, dass Michael Powell, der 2004 Chef der FCC war, heute sagt, die Reaktion sei übertrieben gewesen. Aber es ist ein bittersüßer Erfolg. Es fühlt sich immer noch so an, als hätte es zu lange gedauert. Wir werden nie erfahren, welchen Preis es wirklich gefordert hat. Wir werden nie genau wissen, wie schwer es war, dorthin zu kommen, wo sie jetzt ist. Ironischerweise gilt es heute als angebracht, zu seiner Sexualität zu stehen, sich zu seiner Identität zu bekennen. Ob Ariana Grande, Nicki Minaj, Beyoncé und jetzt Cardi B und Megan Thee Stallion mit einem Song wie WAP. Frauen werden inzwischen dafür gefeiert, wenn sie über ihre Sexualität selbst bestimmen. Ich mag es, wenn Frauen sagen, was sie wollen, sich verhalten, wie sie wollen und sich so anziehen, wie sie wollen. Und Janet Jackson hat die Grundlage dafür gelegt. Und Rock'n'Roll Hall of Fame. Es ist 2020. Bitte nehmt mehr Frauen auf. Vielen Dank. Der New Yorker berichtet, dass 6 Frauen dem Geschäftsführer von CBS, Les Moonves, sexuelle Belästigung und Einschüchterung vorwerfen. 14 Jahre später wurde der Mann, der von Janet Jackson mehr Reue gefordert hatte, wegen Belästigungsvorwürfen entlassen. Er tat diese Anschuldigungen als Versuch ab, seine Karriere zu zerstören. Jüngste Vorwürfe reichen von Gewalttätigkeit bis zu sexuellen Übergriffen. Trotz seines Zorns war er letztendlich derjenige, der in Ungnade zurücktreten musste. Ich bin sehr dankbar, dass wir eine kulturelle Aufarbeitung und Neubewertung dessen, was passiert ist, erreicht haben. Aber wir sollten nie vergessen, was sie Janet angetan haben. Wir dürfen diese Empörung nie vergessen. Was war der Preis, den diese Frau zahlte? Und war es das wert? Ich möchte euch allen dafür danken, dass Control nach 35 Jahren wieder auf Platz 1 steht. Niemals. Nie im Leben hätte ich gedacht, dass das passieren würde. Ich weiß euch wirklich zu schätzen und ich liebe euch sehr. So much. Thank you.